Herzlich willkommen bei einem neuen weiteren Mad Sunday? Ja, Medigok haben sein können, ne? Heute mad jetzt mal richtig rein. Es gibt mal wieder, ja, oder immer wiederkehrend neue Baustellen. Teilweise haben wir da in die Suppe mit reingestreuselt. Streckenweise würde ich sagen, als Außenstehender. Ich blicke jetzt quasi mehr oder weniger mehr wieder von außen drauf und stecke ihn ganz so im Tagesgeschäft drin. So habe ich wieder mehr den Blick von außen herauf und kann mir dann beide Seiten ein bisschen reinziehen und anhören. Mhm. Ja. Streckenweise würde ich schon sagen, kann man nicht so viel dafür. Aber wir fangen jetzt mal damit an. Ach, gibt's Cola? Kannst ruhig durchs Bild gehen. Cheers. Mit einer Cola. Ist da rum drin? Oder was? Kuba Libre. Achso, wir rufen jetzt an. Oh, wen rufe ich denn jetzt an? Oh, ich leg mal lieber auf. Da habe ich auch gleich das richtige Telefon in der Hand. Das ist ja mein Dienstaufkauftelefon. Kurz zur Sache, wir kaufen ja Autos aus der Community auf, das wisst ihr ja alles schon, bla bla bla. Der Mike hat jetzt, übernimmt so nach und nach administrative Aufgaben gerade für mich. Ja, der ist am ältesten, hat mit die meisten Erfahrung und eine gewisse Routine und Gelassenheit. Dominik, Tom sind gerade im Verkauf aktiv, gehen das Telefon, machen, tun, Erstkontakt, Kundenkontakt, dies, das, Ananas. Ich mache quasi das, was hier reinkommt. Bearbeite ich, das heißt also, bewerte Antworten, habe Nachforderungen und so weiter und so fort. Jetzt ist es nun so, dass ja unsere Reichweite, das hätte ich jetzt auch nie gedacht, da habe ich mich auch ein bisschen verschätzt, dass unsere Reichweite doch größer ist als erwartet und dass dadurch, vielen lieben Dank an der Stelle nochmal, alle, die uns was zusenden, nie immer zeitnah eine Antwort zustande kommen kann, weil ich es einfach zeitlich nicht schaffe. Ich gehe nur gleich darauf ein in dem Video, was ich nebenbei hier noch mit an Tagwerk mich mit drum kümmern darf, weil ich bin halt der, auf Deutsch gesagt, der, wenn die Zirkuskarawane durch die Stadt zieht, ja, meinetwegen, was ist der Mike vorne dran mit dem Stab und domptiert und macht und tut, ja. Dann kommen die Elefanten, die Giraffen, die Löwen, die Panda und weiß nicht was alles. Und ich bin der, der hinten dann die Scheiße zusammenkehrt und immer mal zwischendurch nach vorne rennt und die Richtung wieder mit angibt. Und wer sich jetzt fragt, als Angestellter, warum zum Beispiel der Chef abends länger bleibt, früh eher kommt oder am Sonntag in der Firma rumrennt, dann hat es einfach was damit zu tun, meistens, dass nie so wie viele Angestellte denken, ja, der kommt mit seiner Alten nicht klar und wer hat eigentlich Haus und Kinder und warum ist er nicht dort und das ist eigentlich viel geiler. Nee, die meisten machen es einfach, weil sie dann mal Ruhe haben und in Ruhe ihre Scheiße arbeiten können. Deswegen kriegen viele zum Beispiel so zu perversen Uhrzeiten von mir Antworten auf diesen Telefon. Das hat einfach den Hintergrund, deswegen mache ich auch nur WhatsApp, ich telefoniere grundlegend nicht über dieses Telefon. Weil wenn ich, nimmst du nicht falsch, viele wollen nur gerne telefonieren, das geht aber zeitlich einfach im Regelfall nie. Ich bin ja ohne Quatschtante, wir kommen von 100 ins 1000, dann sind 20 Minuten rum und ist eigentlich nichts rausgekommen. In 20 Minuten kann ich aber 10 Leute quasi eine Antwort schicken, bearbeiten, Informationen geben, Termine ausmachen und. Das habe ich schon so gemacht, das machen wir jetzt ungefähr seit einer knappen Woche, dass der Mike quasi CC auf seinem Rechner mitliest. Das Ding ext sich alle drei Tage, das muss man also wieder connecten. Jetzt habe ich das heute früh connected, jetzt waren wir unterwegs, habe ich mein Telefon hier liegen lassen, ne, weil der Mike das brauchte, weil es überhaupt mal laden musste, dies, das, egal. Der Mike kümmert sich jetzt um die Abholung. Also ich mache den Erstkontakt, den Ankauf, Preisbewertung. Das habe ich ja vorher alles noch selber gemacht quasi. Auch die Routenplanung und dies, dass die Leute wann fährt, wer, wie, warum, weshalb, wohin. Jetzt haben wir auch so ein, zwei Kniffligkeiten dabei. Es gibt auch Leute, die wollen unbedingt Bargeld. Und wenn ich jetzt zu meiner Bank gehe und sage, ich hätte gern 25.000, 50.000 Euro, lachen die ganz kurz und sagen, ja, in 5 Tagen vielleicht. Oder wenn es gut läuft, in 3. Aber du kriegst halt beschissen Bargeld gerade. Ich bin da sogar am Überlegen, sagen, wir lassen, wenn wir nicht gerade Bargeld zufällig da haben, dass wir Bargeld einfach weglassen. Es geht nur noch per Online-Überweisung. Ich bin auch gerade an einer Struktur dran mit einer Bank, die Echtzeitüberweisung wohl laut fundierten Aussagen, die wir nochmal nachgeprüft haben, anbietet. Also sprich, bis 100.000 Euro auf einmal wohl, kannst du ad hoc sofort überweisen, dass das auch wirklich in ein paar Sekunden beim Kunden gutgeschrieben wird. Da arbeiten wir jetzt noch schnell dran und hoffen, dass wir das diese Woche noch auf die Kette kriegen, heute Mittwoch. Also wir arbeiten da an der Struktur. Jetzt kommen wir auch zum Thema. Ich schaffe es, um ehrlich zu sein, pass mal auf, ich zeige es euch einfach mal. Archiviert 1189 Anfragen. Wie auch immer, ich würde jetzt mal sagen, wir haben damit angefangen Anfang Mai, anderthalb, nie ganz 2 Monate. Mhm. 1200 Anfragen und dann habe ich hier noch so 1, 2, 3, ja, ja, die noch offen sind. Und wenn ich nicht gleich antworte oder eine kleine Rückinfo kommt, hat das, ist das kein böser Wille, ich denke, hör, du Vogel, was willst du mir für eine Dreckskarre anbieten, da habe ich gar keinen Bock drauf. Es kommt halt einfach darauf an, wie viel Zeit ich halt über den Tag habe. Und ich sage es euch gleich, ich glaube ab kommende Woche oder so wird es mit der Zeit nie besser. Und wenn das nächste Kind im Zweifel da ist, wird es mit der Zeit auf jeden Fall nochmal nie besser. Deswegen hat sich auch ein Ankäufer, glaube ich, beworben, dem würde ich das dann auch komplett übergeben wollen, weil ich das einfach nicht schaffe. Geht nie. Kann mich nie um Belange kümmern, Unternehmensentwicklung, Projektplanung vielleicht für Neubau, Steuerberater, Anwalt, hier vielleicht noch ein paar Autos mitkaufen, verkaufen. Manche Verkäufe mache ich hier auch noch selber mit, parallel. Draußen rumfahren, Autos kaufen, Videos drehen für euch. Und dann beschweren sich noch einige, warum wir auf nicht mehr Herze geben oder irgendeinen Scheiß. Nimm es mir mal eine Übelkeule, aber wir sind halt keine Vollzeit-YouTuber. Für uns ist dieses, das hier
ein Nebenhergeschäft, wo sich gerade ein Geschäft daraus entwickelt, auf Deutsch gesagt. Da sind wir auch dankbar drüber, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir können es nicht so robben und wir sind jetzt ein paar mehr Leute im Boot und müssen jetzt die Strukturen erstmal finden. Ja, der Dominik ist jetzt seit 2 Wochen da, effektiv, und der Mike irgendwie 4 oder 5 Wochen. Das muss ich jetzt erstmal finden. Und ich kann ohne die Leute einfach zuscheißen mit Arbeit und sagen, mach mal, fang an zu schwimmen. Ich nehme den Schwimmring weg und klopp dir noch 20 Kilo Bleigewicht an die Füße und bind dir noch einen Arm auf dem Rücken fest. Dann brauchen wir uns nicht wundern, warum die Leute dann sagen, tschüss, ich muss jetzt mal los hier ganz dringend. Ja, da habe ich keine Zeit für und bin froh, wenn wir hier vernünftige Leute haben, die versuchen, so gut es geht natürlich, ihre Arbeit zu machen. Auch ich bin nicht fehlerfrei, um Himmels Willen will ich gar nicht sagen, auch ich mache Fehler. Auch ich vernachlässige was, auch sicherlich viel zu viel. Aber ich sage dir ganz ehrlich, für mich ist mein Privatleben, meine Familie an numero uno. Ich weiß, das ist nicht für jeden Selbstständigen klar. Viele sind Firma Nummer 1 und dann kommt lange nichts, dann kommt wieder die Firma, dann kommt das Auto und dann die Familie. Gibt's Leute, kenne ich. Das ist hier für mich nie kriegsentscheidend. Ich muss hier keine Selbstdarstellung machen oder irgendeinen Käse, das ist mir alles völlig egal. Damit ihr mich nie falsch versteht. Ich mache das gern. Ich mache das aus Überzeugung. Ich mache es, weil es mir Spaß macht. Aber ich bin an dem Punkt mittlerweile, ich gehe auf die 40 zu. Ich sage dir so, wie es ist. Wenn ich das hier noch 20 Jahre machen will, muss ich auch an meinem Pensum und an meiner Idee arbeiten. Das soll kein Gejammer sein. Viele verstehen das garantiert als Gejammer. Ist mir auch egal. Guck was anderes. Das ist ganz einfach. Wir haben uns entschlossen, oder ich habe entschlossen irgendwann vor ein paar Jahren, dass wir euch auf unsere Reise hier mitnehmen. Mit allen Facetten. Mit allem, was dazugehört. Mit Streit, mit idiotischen Mitarbeitern in Anführungsstrichen, mit bekloppten Kunden, mit allem. Ich weiß, dass das viele von euch nie vertragen. Dann kann ich sagen, du Leute, es zwingt ja niemand. Ne? Das hat ich ja gerade schon erwähnt. Aber Fakt ist, und das ist es, wir sind halt alle Menschen und wir hobeln hier und da fallen halt auch Späne. Und ich muss an der Stelle auch sagen, dass ich nicht jeden hier drin in dem Telefon leider zeitnah eine Antwort geben kann. Da habe ich zum Beispiel, kriegen wir auch hin und wieder Negativbewertungen bei Google. Da sind wir ja schon gewohnt als Autohändler, das ist ja nichts Neues leider. Ich habe zum Beispiel nur mal als jüngstes Beispiel Audi S7. Kollege Tom, da sitzt er, hatte einen Kunden für das Auto. Der hat einen Vertrag geschickt, die ist das Ananas, der hat ihn unterschrieben zurückgeschickt, die haben uns daran gehalten, wir haben das Auto bestimmt 5 Wochen lang für den geblockt. Dann ging es von einem Rumgeeier ins nächste, daraus ist nie was geworden. Da haben wir gesagt, pass auf, jetzt ist Schluss. Da haben wir gesagt, jetzt müssen wir einen Deckel drauf machen, das geht nicht. Dann bin ich mit meiner Familie in Urlaub gefahren. Die Jungs hatten Interessenten für dieses Auto. Das Auto war also frequentiert, da gab es 2 oder 3 Interessenten für das Ding. Ich hatte auch jemanden bei Instagram, der mir gesagt hat, ich will gerne dieses Auto haben. Ich sage, pass auf, das war an einem Donnerstag oder Mittwoch vor Männertag. Er wollte das gerne finanzieren, da brauchen wir diverse Unterlagen. Ich sage, es ist gar kein Thema, schick uns die. Und ich kann das Auto bis Montag blocken. Machen wir so, weil die haben hier Blockverbot. Wenn, also, hier ist nie keiner von Jenny von der Block. Ja, hier ist alles, hier wird wenn dann verkauft, ja. Die haben Blockverbot. Hier wird wenn dann verkauft, wer ja sagt, ich unterschreibe, ich nehme oder zahle an, dann ist das Auto weg. Warum? Damit wir uns eben solche Kasperle-Theater mit 5 Wochen Hinhaltetaktik und dann steht das Ding, das kostet uns ja Geld, darfst du ja nicht vergessen. Was hier am Markt steht, kannst du nie verkaufen, ist ganz einfach. Funktioniert halt nie auf Dauer. Vor allem nie, wenn du nie genug Bestand hast. Das kommt ja noch dazu. Ne? Also wir kämpfen ja schon an allen Fronten. Ne? Wir holen ja in der Woche Globes oder Globes nie, aber Mike, 10, 15 Autos, wenn es gut läuft, in der Woche, ja. Holen wir rein. Auf Achse, alle einzeln. Selbst kommuniziert, Verträge gemacht, verhandelt, abgeholt, geplant, bla bla bla. Das ist logistisch schon ein erheblicher Aufwand, weil die Autos stehen leider nicht gerade drüben hier. Da steht eins und noch am Albert-Schwarz-Bad steht auch noch eins und am 10-Meter-Turm vom Geibelbad steht auch eins. Leider nicht. Spielt aber, das ist egal, das ist unser Geschäft, das ist, damit ihr zumindest das Verständnis habt, dass es manchmal dauert. Weil ich habe ja nicht 1000 Leute hier und ich kann auch nie 20.000 x-beliebige einstellen für 450 Euro. Die muss man alle mal gesehen haben, die müssen alle irgendwie zumindest ein Vertrauensvotum hier von mir bekommen, dass ich sage, okay, den kann man vertrauen, der fährt nie mit 900 km/h über die Autobahn und überholt alle links, rechts und wo er gerade will und raubt mit der Karre auf dem Heimweg noch 3 Tankstellen aus oder klaut 5-mal Sprit. Das muss halt schon alles ein bisschen auf Hand und Fuß, ne? Bevor ich hier irgendeinen losfahren lasse. Entschuldigung, ich wollte gerade fahren. Und da habe ich den Kollegen gesagt, wir machen das, ich blocke dir das Auto bis Montag. Montag, Finanzierung gerechnet, bis gar nicht mehr, wer war das von euch? Finanzierung gerechnet für den, hat nie geklappt. Warum? Ist jetzt egal, hat nie geklappt. Nachforderung nochmal von der Bank, ne? Nochmal bei einer anderen Bank versucht. Bei welcher Bank hast du versucht? Genau, also kannst du mal bei einer Bank versuchen, dann probierst du es vielleicht andersrum gedreht nochmal bei einer anderen Bank. Und dann ist es halt so, dass dann, wenn du dann zu viele Banken anfragst, sehen die das im Scoring. Das zieht deinen Kunden dann den Scoring runter, das kannst du nicht machen. Ja? Also 2 Banken zu versuchen,
Genau, wenn du sagst, pass auf, die Bank hat es abgelehnt, ich kann es bei einer anderen nochmal versuchen, wenn der Kunde sagt, ja, es geht klar, das können wir machen, dann versuchen wir das nochmal. Ansonsten, wenn das dann durch ist, dann ist es eigentlich durch, das Ding. Das hat also nie geklappt. Und ich glaube, dann am Donnerstag ist das Auto verkauft worden dann an jemand anderen. Ja, dann hast du ihm halt Bescheid gesagt, dass es nicht klappt und dass jemand anderes das Auto kauft. Da haben wir dann auch irgendwie einen Text gepresst bekommen, glaube bei Instagram, von wegen, dass das so nicht ginge und wir hätten eine Absprache gehabt. Ja, die Absprache war bis Montag. Und leider ist der ganze Chat zu, der hat mich blockiert oder was weiß ich, keine Ahnung. Sonst hätte ich auch gerne nochmal reingeguckt und hätte ich das auch gerne nochmal gezeigt. Ich habe gesagt, bis Montag kann ich das blockieren bzw. reservieren. Normalerweise machen wir das nie, aber ich mache da gerne immer eine Ausnahme. Ende von Lied war eine negative Google-Bewertung, wie immer. Eine Endsterner und eben dann das Resultat. Dann hat uns noch einer bewertet, auch bei Google. Den haben wir vor 2 Jahren ein Auto verkauft. Kein Scheiß, ein BMW M6 Coupé in Weiß, können wir mal ein Bild einblenden. Sehr schönes Auto, ich glaube 50.000 oder 60.000 runter. Mit dem Carbon-Dach? Ja. Mhm. Da hat der damalige Verkäufer per WhatsApp leider einen kleinen Fehler gemacht, weil der Kunde wollte eine VMAX-Aufhebung haben. Das Auto hat auch 250 VMAX, kein Drivers Package gehabt. Und wollte eine VMAX-Aufhebung haben. Und das Ende vom Lied war, dass der Kollege damals hat das zugesichert, ja, das können wir machen, kriegen wir hin. Weil für den hat klar, macht hier der Softwaremann, hebt das, nimmt das raus, fertig. Ja, aber der Kunde wollte es dann natürlich ganz genau haben, mit Eintragung im Schein, die ist das Ananas. Ja, da kannst du mal zu BMW gehen und fragen, ob die das machen. Das machen die vielleicht, aber es kostet irgendwo 2,5. Dann haben wir jemanden gefunden, mit dem wir schon seit Jahren gearbeitet haben, von einer Softwarebude, der auch TÜV macht und so ein Zeug. Der hat gesagt, mache ich euch mit TÜV. Der hat die VMAX-Aufsperre rausgemacht, aber dann sind wir den TÜV-Gutachten ewig hinterher gerannt. Monatelang, ohne Resonanz, dies, das, Ananas und haben uns dort richtig zur Feile gemacht. Ging dann auch alles über einen Anwalt leider. Ich weiß gar nicht, an dem Auto, weiß nicht, ob da noch irgendwas anderes war, ob stimmt irgendeine banale Sache, irgendwas relativ... Es ist nicht dramatisch, es ist kein Motorschaden, Getriebeschaden oder Unfallschaden verschwiegen oder irgendwas, sowas war es nie. Aber ich weiß es nicht mehr ganz genau, wie gesagt, das ist schon 2 Jahre her. Dann ging es über einen Anwalt und dann haben wir dann noch irgendeine Kulanzzahlung geleistet, nochmal, damit Ruhe einzieht. Dann war das eigentlich an Akta gelegt und jetzt bewertet er uns. Wahrscheinlich war er bei der ersten Inspektion oder was, ich habe keine Ahnung, schlecht geschlafen. Da haben wir auch einen Typen, der hat uns bewertet, das ist auch völlig lost, ein Frank Möller. Ich nenne jetzt auch die Namen, ist mir egal, die sind ja hier öffentlich zu sehen. Ja. Mhm. Das letzte Kfz war top. Dass ihr meine Pflegerin, ich, in Klammern ich, in Rente mit 40.000 vom Hof schickt, weil ihr zerbeulter MK3 fährst, nach 4 Stunden Anfahrt angeblich keinen Termin hatte, ist zum Kotzen, sie wollte nur ein Auto kaufen, wie besprochen. Ihr solltet einfach den Fiesta verschrotten und einen Wagen zu dem am besten unter 40.000 mitgeben, wo wir mit Familie, mit Rollstuhl reinpassen. Direkt vom Hof geflogen und 700 Kilometer für die Katze. Also haben wir hier nochmal geprüft, ob wir da irgendwo, also bitte schreibt uns gerne nochmal eine E-Mail. Mit deinem Namen, deiner Anschrift, damit wir das auch mal ein bisschen vielleicht nochmal Revue passieren lassen können. Weil du hast sogar jemanden angerufen. Und ich habe jemanden angerufen, der halt Möller heißt, vor 2 Jahren was gekauft hat. Mhm. Und wo halt die 700 Kilometer quasi, 350 Kilometer weg, wo das passt. Mhm. Aber der war es nicht. Der war übelst freundlich und nett und hat gesagt, ich bin immer noch zufrieden mit meinem Auto und so weiter. Super, ach so, so soll die Leute jetzt auch passen, wusste ich gar nicht. Ich dachte, wir machen nur Scheiße. Das war auf jeden Fall der Falsche. Okay, gut. Wir können ihn nicht zuordnen. Mhm. Ich weiß nicht, wer das ist und wer das war. Kein Plan. Weiß ich wirklich nicht. Dann hat uns hier der Volkan, das ist der mit dem R7. Mhm. Ja, am liebsten 0 Sterne. Ja, tut mir leid, dass das nie gibt. Aber bitte habt Verständnis. Wir haben abgemacht bis Montag. Montag, Finanzierung hat nie gestanden. Dann hat er wohl angeblich, weiß ich nicht, war ich nie dabei, hier angerufen und die Bank hätte ihn angerufen, die Finanzierung würde jetzt stehen. Wenn wir hier als Händler eine Finanzierung anfragen, kriegen wir als erstes die Information von der Bank, dass die sagen, ist... Oder geht nie. Also sprich, wir schicken hier eine Anfrage ab, kann es halt sein, dass die Bank zurückruft, dann wollen die irgendwas. Und dann haben die eine Nachforderung und dann springt das System automatisch auf grün, wenn es okay ist. Mhm. Oder die rufen nochmal an und sagen nochmal, aber die ruft keiner an, die Finanzierung ist genehmigt. Und ich habe noch nie erlebt, also es war wirklich das erste Mal, das allererste Mal, dass die den Kunden direkt anrufen und denen sagen, die Finanzierung klappt. Und uns aber keiner Bescheid sagt und der Kunde weiter auf Gott bleibt. Warum haben die das abgelehnt? Einfach so. Also die erzählen uns, die Banken ohne du, der Schufa-Platt oder sowas, oder du, der hat kein Geld oder was, das sagen die nie. Dürfen die ohne, kriegen wir keine Informationen, ist für uns auch irrelevant. Kann banal sein, hast mal Handyrechnung vergessen zu bezahlen für 90 Euro, hast dadurch einen Schufa-Eintrag, reicht schon, kriegst die Finanzierung nicht. Das ist kein Spaß, deswegen sage ich, Schufa, Alter, mach bloß keine Faxen. Das wirkt, da reicht auch, du hast einen Fitnessstudio-Beitrag für 39,99 nicht bezahlt. Und da ist ein Schufa-Eintrag drin, dann ist der da drin, da kriegst du kein Auto. Da kriegst du im Zweifel, wenn du Pech hast, nicht mal einen Handyvertrag oder einen Mietvertrag oder sonst was. Krass, ja. Da bist du richtig gefickt. Ich habe leider sehr schlechte Erfahrungen mit diesem Händler gemacht und würde dort nie wieder kaufen. Also ganz ehrlich, das Auto scheint ja bis heute zu fahren offensichtlich, weil er hat ja nichts davon geschrieben, dass das Auto scheiße ist und nie fährt. Das Auto scheint ja erstmal in Ordnung zu sein. Was nie geklappt hat leider ist, das was der damalige Verkäufer mit dem Kunden besprochen hat. Dafür kann ich mich auch nur noch mal entschuldigen.
Aber das Ding ist eigentlich längst geklärt. Und da verstehe ich nicht, warum da jetzt nochmal ein Daily kommt. Kapiere ich leider nicht. Und dann habe ich noch eine neue Bewertung bekommen. Und das finde ich halt immer ein bisschen grenzwertig einfach. Ja, da gucken wir dann gleich nochmal in mein Diensttelefon rein. Ich bin vor circa 2 Wochen auf das bei YouTube angepriesene Angebot eingegangen, mein Fahrzeug per WhatsApp bewerten zu lassen. Leider habe ich bis heute kein Angebot erhalten. Ein gebrauchter Ford Ranger ist vermutlich für den YouTube-Kanal zu langweilig und bringt zu wenig Klicks. Wenn schon kein Interesse besteht, dann sollte man das als seriöses Unternehmen den Kunden so kommunizieren und nicht einfach ignorieren. Das ist die Klick-Bitch. V-Klasse ist das Auto, was bei YouTube richtig abwächst. Ja? Das klicken die Leute, wenn wir das ins Thumbnail packen und sagen, wir haben eine V-Klasse gekauft, gehen die richtig ab. Nur deswegen haben wir die gekauft, wegen verfickten scheiß Drecksklicks. Die komplette Oberliga, ja, das ist Champions League, Kia Optima. Das ist ohne Clickbitch. Contentmäßig, Kunde, das wird so rasieren. 3 Wochen Trends, Platz 1, versprochen. Das ist auch, komm, das wird rasieren. Alter, es wird rasieren. Ich bin mir sicher. YouTube kann einpacken, wenn dieses Auto an den Start geht. Kunde, wir kaufen jedes Auto, was für uns ins Portfolio passt, wo der Preis aus unserer Sicht passt, was vom Zustand her in Ordnung ist. Aus der Ferne, logischerweise. Jedes Auto. Egal, ob es ein Renault Captur ist, scheißegal, ob es ein SQ7 ist, völlig egal, ob das ein Golf ist, ein N2R TSI, ein Golf GTI. Er spielt überhaupt gar keine Rolle für mich. Außerdem ist ein Ford Ranger ein sehr geiles Auto und ich ärgere mich selber, dass ich das ist bei mir untergegangen. Da kann ich mich einfach nochmal entschuldigen. Aber warum du mir dafür eine Sternebewertung reinkneifst, entzieht sich meiner Kenntnis. Wir können doch gerne nochmal gucken, wie, wie die Korrespondenz war. Wollen wir es mal machen? Ich habe jetzt mal den Chatverlauf hier gefunden. Das ist er auch. Sieht man auch am Namen. Und pass auf, das war meine Antwort. Der hat mir die Bilder zugeschickt. Mit einer Preisvorstellung, alles cool. Auch ein interessantes Auto war ein XLT. Und meine Antwort war das. Die Zusendung hat er noch eine Steuer drauf, der Wagen? Da waren wir halt im Urlaub unterwegs. Und im Wohnmobil kann ich nicht so laut labern. Weil wir sind froh, wenn das Kind im Wohnmobil einfach irgendwann mal gegen 21:30 die Augen zumacht endlich. Weil die dort drinnen komplett immer im Modus ist. Zeltplatz sowieso, da ist dort ein Geräusch, dann kommt die Bindebahn vorbei, dann rastet die sowieso aus. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und dann muss ich immer ganz leise reden. Und Lisa guckt mich dann immer schon ganz böse an, die sitzt mir dann meistens gegenüber. Sei still, das Kind will schlafen. So, und dann kam als Antwort, nein, ist privat genutzt. So, und da habe ich dann leider nicht mehr drauf geantwortet, das war der 1. Juni. Das ist jetzt exakt 14 Tage her. Entschuldigung. Ich habe manchmal den Eindruck, dass manche Leute es persönlich nehmen. Mhm. Aber das sollte man niemals. Man sollte niemals, außer deine Mutter sagt zu dir oder deine Schwester oder deine Olle, sagt irgendwie zu dir, du bist ein Wichser oder irgend sowas. Weißt du, was ich meine? Ich würde da niemals was persönlich nehmen. Wer kommt denn jetzt? Der Vorteil ist natürlich, der Dominik spricht Französisch. Wir haben gerade eine junge Dame da aus Frankreich, die holt hier einen Porsche ab. Die war wirklich sehr sympathisch. Schöne Augen hat sie gehabt. Ich gehe nochmal gucken, ob alles in Ordnung ist. Ja! Irgendwie eine geile Alte, wo ein Hof lief, mich immer noch mal schnell geguckt, ob alle Türen richtig zu sind und so. Das ist so, wie es ist, ne? Gut, Freunde. Also, das hat nichts. Ich habe manchmal den Eindruck, dass man das irgendwie persönlich nimmt. Ich habe mir abgewöhnt, Sachen persönlich zu nehmen. Zumindest versuche ich das die meiste Zeit. Klar, gelingt mir ohne immer. Es ist tagesformabhängig. Nee, pass auf, du hast einen scheiß Tag und es passiert irgendwas völlig Banales. Ist der Tag gelaufen, könntest du ausrasten. Hast du aber einen guten Tag und es passiert eine komplette Katastrophe, stehst du einfach nur so daneben und denkst, ach, ist mir egal, ich geh gleich hin. Weißt du, ich bin? Und manchmal hat man wahrscheinlich als Mensch, wir sind ja alle Menschen offensichtlich, einfach einen scheiß Tag oder was weiß ich, wird das eben irgendwas über die Leber gelaufen oder sowas. Ich nehme das Kind rum, aber ich verstehe nicht, warum dann nicht einfach mir bei WhatsApp, ich wollte nochmal gucken, ob er mir nochmal geschrieben hat und ich es leider da völlig auch ignoriert oder vergessen habe. Mhm. Hat er aber nie. Dann einfach nach 14 Tagen irgendwie nochmal irgendein Kommentar, Fragezeichen. Manche schicken mir einfach nochmal ein Fragezeichen, dann denke ich, ah ja, scheiß doch oder was, ja. Dann einfach eine Bewertung reinzuknallen. So, also, muss das denn zwingend sein? Hilft das jetzt irgendein? Hilft es dir weiter? Geht es dir denn besser? Ich hab's jetzt gemacht. Bist du da jetzt breiter geworden? Ah ja, ganz genau. Achtung. Ja, ich hatte ja gemutmaßt, ne? Entweder BMW oder Audi S3. Ja. Der S3 ist nur deswegen noch nicht verkauft, weil noch keine Bilder online waren. Nämlich als erstes, die Bilder online waren nämlich BMW 220i. Der 2er ist weg. Dicht gefolgt von ihm. Ne, er war noch eher weg. Ja. Dieses Auto stand original 5 Minuten. Ja. Vielleicht 10. Oder ja, das ist 15 Minuten gewesen, dann ist er weg gewesen. So, achso, und jetzt geht's weiter. 8er BMW sind wir jetzt dran. Jetzt haben natürlich viele geschrieben, warum kauft man sowas, bla bla blub. Kann ich jetzt nur noch mal ganz kurz für die, die uns noch nicht so lange verfolgen. Wir kaufen manche Autos nie immer alle, so wie ihr das vielleicht jetzt gesehen habt, Highlife, irgendwo von privat weg.
sondern dieses Auto kam über eine Auktion. Das kaufe ich reinweg anhand von ein paar Bildern, die mir da zur Schau gestellt werden. Unterbodenbilder sind da nicht dabei. Das heißt, es ist immer ein Überraschungsei, wenn so ein Auto kommt. Mhm. Immer. Dass natürlich gleich wieder so ein Überraschungsei ist, das kann ich halt auch nicht riechen. Telepathische Kräfte habe ich nie. Vielleicht durchs Handauflegen, irgendwie auf dem Computer. Ich kann es mal versuchen, vielleicht klappt es ja in Zukunft, ich weiß nicht. Vielleicht muss ich mich da auch noch ein bisschen bessern. Vielleicht muss ich auch noch meiner Taktik feilen. Das geht halt nicht. Aber, und das seht ihr ja auch, wenn zum Beispiel, das musst du auch mal so sehen, 3 Videos die Woche, die wir jetzt aktuell machen. Wir produzieren ja auch immer Vorlauf für euch. Sprich, wenn wir auf Reisen sind, wenn ich zum Beispiel Autos kaufen gehe oder hier mich damit den ganzen Tag beschäftige oder 2 Tage in Folge, weiß der Geier was. Oder hier auch mal was machen muss, ist ja auch mein Unternehmen, darf man ja auch nicht vergessen. Oder eine Frau mit Kind habe ich auch noch, da muss ich abends mal da sein. Dann müssen wir halt ein bisschen vorproduzieren, damit ich eben auch mal eine Woche Freilauf habe, damit ich mich mal um andere Sachen kümmern kann. Das heißt also, in der Woche, wo wir vorproduzieren, damit ihr Videos sehen könnt, ist das halt das doppelte Pensum. Ja, also das heißt, wir machen manchmal in der Woche, heute ist es das 3. Video. Ich habe de facto heute noch nichts weiter gemacht, als beim Holm ein Auto abzuholen. Und hier ein paar Probleme vielleicht zu klären und aus der Ferne irgendwie was zu regeln. Das war bis jetzt mein Tag. Und jetzt muss ich dann los mein Kind abholen. Kurze lustige Story übrigens. Hm. Hier war gestern eine Frau da. Wo? Die hat gefragt, ob wir die Autos da wegparken können, weil die ein Bild machen will vom Ural. Ja, ich weiß, ja. Das ist lustig, oder? Dabei, ne? Da habe ich gesagt, du Mäuschen oder du Mädel, das geht jetzt leider gerade nicht, weil wir müssen jetzt erstmal hier unser Tagesgeschäft organisieren. Das fand ich schon gut. Ja, das ist schon witzig, gefällt mir auch. Ich brauche übrigens noch ein Auto. Jetzt ein Aufruf an alle, wer irgendeinen Mülleimer hat. Ich brauche irgendwas, wo ich mal mit drüber fahren kann. Pass auf, wer oder könnt ihr in die Kommentare gerne schreiben, ob ihr bei mobilen ein Auto suchen, was hier im Umkreis von 10 bis 20 Kilometern steht, für oberschmalen Schein. Es muss halt nur irgendwie hierher kommen, ist mir eigentlich egal, ob es fährt. Wir können es ja im Fitzel laden, wo wir dann einfach mal drüber fahren. Was denkt ihr, schafft der Ural das? Also ich muss gar nicht so in Gänse drüber fahren, so über so eine Motorhaube, so reicht mir einfach mal, so Monster-Truck-mäßig. Das machen wir. Wir brauchen bloß noch irgendeine Karre, wo es keinen mehr juckt, wo es mir persönlich nicht irgendwie leid tut, weißt du, ich meine, wo mir einfach, achso. Ah ja, das juckt eigentlich keinen mehr. Gut, pass auf, Freunde. Lange Rede, kurzer Sinn, dieses Video, auch wenn es wieder viele als Geheule auffassen von mir aus, dann ist es halt Geheule, damit kann ich leben. Problem ist, ich arbeite wahrscheinlich an zu vielen Baustellen parallel und das weiß ich auch, aber mir macht das keinen Spaß, nur eine Sache im Blick zu haben. Ich brauche irgendwie 20 Sachen, damit richtig Action in meinem Schädel passiert und um mich rum, bis ich irgendwann durchdrehe. Alles andere würde mich langweilen, wahrscheinlich auf Dauer. So, an der Stelle habe ich euch jetzt genug gelangweilt mit meinem Geheule. Die Aussicht ist nur am Heulen. Achso. Dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag. Bleibt stets gesund und munter, bemüht und habt ein bisschen mehr Nachsicht mit den anderen in eurer Umgebung. Das ist das, was mir und vielen anderen, mit denen ich so zu tun habe, immer wieder verstärkt auffällt und vor allem in letzter Zeit immer extremer wird, dass keiner mehr den anderen A richtig zuhört oder nicht mehr zuhören möchte und auch null Toleranz oder gegenseitiger Respekt irgendwie vorherrscht. Keine Ahnung. Ich weiß, die Unzufriedenheit ist gesamtgrad groß, das verstehe ich alles, aber deswegen mache ich hier auch nie die Leute alle dumm und bewerte jeden dumm. Weißt du, wie viel ich bewerten könnte, weil ich schlechte Erfahrungen gemacht habe? Da fallen mir jetzt 3 Unternehmen ein, sofort, wo ich bezahlt habe, wo ich einen Auftrag gegeben habe, wo einfach nichts vorangeht, keine Rückmeldung kommt, gar nichts. Fange ich da an, jetzt denen auf den Sack zu gehen? Nee, ich habe halt einfach, ich verstehe es halt, ich weiß halt, woran es liegt und habe halt zumindest ein gewisses Grundverständnis. Vielleicht erreiche ich den einen oder anderen vielleicht damit zu sagen, ach komm, wisst ihr was, nimm es nicht so eng, sie sind so verbissen. Ich kümmere mich einfach auf die nächste Aufgabe, was vor mir liegt und gucke nicht zurück. Dann meldet er sich eben nie mehr, dann ist es halt so scheiß drauf. Naja, egal. Bis dann.